Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück hier beim karibischen Regensimulator in Stranded Deep. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, unsere Kokosnuss hier auf der Insel verloren. Wir hatten eine Kokosnuss geknackt und irgendwie ist die jetzt weg. Also ich bin auch tatsächlich eben, ich habe mich noch dreimal rumgedreht, die ist nicht mehr da. Ist wahrscheinlich irgendwo ins Wasser gerollt oder sowas. Aber ich weiß nicht mehr, wo die Kokosnuss war. Ich kann sie... verstehe ich aber auch nicht. Oder hatten wir die hier am Strand? Nee, die hatten wir nicht am Strand geknackt. Das war doch da auf dem... Ich müsste mir jetzt eigentlich einfach nochmal die Aufnahme angucken von letztem Mal. Wo hatten wir die denn geknackt? Ein Stick haben wir jetzt gefunden, aber der hilft uns jetzt ja gerade auch nicht so wirklich weiter. Der kommt einfach mal hier mit auf das Sticklager. Wisst ihr was? Ich mache da jetzt kein langes Aufheben drum. Wir werden die schon wiederfinden. Ich nehme hier einfach mal eine andere. Das ist Nummer 1. Brauchen eh wahrscheinlich zwei Stück. Bevor ich jetzt hier irgendwie 3 Stunden lang diese Kokosnuss suche. Dann machen wir es einfach so und nehmen einfach neue. Ich frage mich übrigens die ganze Zeit, wie macht er das mit dieser Torch? Weil das war ja so eine, die kennt er ja wahrscheinlich auch, diese Lampen mit diesen riesigen Batterien da drin, wo alleine die Batterie ein gefühltes Kilo wiegt. Ich frage mich gerade, hat der die sich irgendwie oben auf den Kopf gebunden? Oder, weil in der Hand kann er die ja nicht halten. So, wir sind auf jeden Fall wieder satt und nicht mehr durstig. Das heißt, wir können uns wieder an die Arbeit machen und hier fleißig Sticks produzieren. Um dann unsere Hütte wunderbar auszubauen. Ich glaube, wir warten, wie wir das genau bei 100 Grad waren. Ne? Ja, wir waren genau bei 100 Grad. Ich habe es ja eigentlich, ich habe es ja sogar hier direkt vor mir auf dem Post-it stehen. Okay. Es dauert halt so ewig, bis man diese ganzen Bäume zerfriemelt hat, aber gut, das wäre, glaube ich, im echten Leben auch nicht anders. Nein, 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 ich will kein Campfire craften. Ich will den Trunk da abklopfen. Ich brauche Sticks und kein Feuer. Feuer können wir drüben auf der anderen Insel machen, denke ich. Eigentlich müssten wir auch mal wieder, also wir müssten eigentlich mal so wieder auf so eine richtige Tauchtour gehen. Ich überlege auch gerade, ob wir auf der anderen Insel so einen Luftkanister hatten, weil dann kann man halt deutlich länger unter Wasser bleiben. Aber ich weiß es nicht mehr. Hatten wir so ein Ding gefunden? So, der Pömpel hier, der kann mal weg, den brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen erstmal nur die Sticks. Palmfronds haben wir noch ein paar auf der anderen Insel liegen. Schlimm ist halt dieses Rumgefliege von den Teilen. Ich weiß nicht, wieso die manchmal so auseinander explodieren. Und andere fallen einfach nur im Viererpaket ganz langsam nach unten. So, das dauert jetzt mal wieder ein bisschen länger. Ja, die fliegen auch wieder auseinander. Und wahrscheinlich, die fallen jetzt einfach im Viererpaket nach unten. Nein, tun sie nicht, weil uns die Axt kaputt geht. Okay, die fliegen uns auch um die Ohren. Naja, dann haben wir halt ein bisschen Chaos hier auf der Insel. Soll mir auch recht sein. So, hier haben wir wieder so ein Palmgefrutzel. Das brauchen wir erstmal nicht. Ich mach mal hier an der Palme weiter. Und dann haben wir auf jeden Fall... Ja, ich sehe auch langsam... Also hier liegen halt die Sticks nicht ganz so auf dem Fleck. Aber ich sehe trotzdem, wie diese Sticks so nach und nach an der Framerate nagen. Also wenn ich das Spiel... Wenn ich mich irgendwo... quasi einfach wegdrehe, wo ich nichts sehe außer Wasser oder ein bisschen Insel, dann habe ich so um die 90 bis 100 Frames.
wenn ich hier die Sticks angucke, geht das schon hier bei den paar runter auf 60 bis 65. So, jetzt haben wir natürlich schönes Wetter und ich würde eigentlich gerne paddeln, aber andererseits will ich doch erstmal hier die Palme noch klein machen. Weil dann haben wir nämlich, okay, dann haben wir zwar wieder wie letzte, fast die ganze Folge irgendwie verbaselt, damit hier einfach nur Palmen klein zu hauen. Aber oh, merkt ihr das eigentlich gerade, diese herrliche Ruhe, wo der Regen weg ist? Genießt das mal. Nee, ich weiß, kann man nicht genießen, weil ich die ganze Zeit hier auf diesem Holzstück rumkloppe. Aber selbst das, dieses Klopfen der Axt, das ist ja nichts im Vergleich zu dem Regen. So, das Ding noch und dann haben wir hier schon alles und dann wird es auch, so wie ich das sehe, gerade wieder dunkel. Heißt, wir haben jetzt den ganzen Tag hier im Regen verbracht. Aber gut, wenn das warmer karibischer Regen ist, ich glaube, dann kann man das auch ertragen. Ja, da sehe ich jetzt auch ohnehin zu gucken, dass die Sonne langsam untergeht. Die Schatten werden länger. Okay, so. Hier liegt alles Mögliche. Die Axt schmeißen wir weg. Das heißt, wir können zwei Pakete. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann das Paddel. Der Kompass sagt uns, in welche Richtung wir müssen. Und zwar in diese. So, und das Paddel haben wir da. Dann geht's erstmal zurück auf unsere andere Insel. So, und wir haben jetzt 6 Pakete mit Sticks dabei und dadurch, dass ich mir ja die Mod installiert habe, die die Slotplätze erhöht, oder die Stackanzahl so rum, haben wir den Vorteil, wir haben jetzt eben nicht 3 Foundations im Inventar dabei, sondern 6. Das heißt, wir können doch deutlich schneller auf der anderen Insel weiterkommen mit unserer Hütte. Ich denke aber, also wenn wir da drüben sind, dann werde ich wahrscheinlich noch was bauen und dann aber erstmal schlafen gehen, weil ich muss sagen, ich spiele bei diesem Lied deutlich ich spiele bei diesem Spiel deutlich lieber am Tag. Nichts gegen die Nacht, aber zum einen habe ich das Gefühl, die Nacht dauert immer länger als der Tag. Und zum anderen, man sieht halt einfach nichts und die ganze Zeit mit dieser Funzel da rumzulaufen, das ist ja auch nicht wirklich befriedigend. Weil man sieht dann halt trotzdem fast nichts. Ist das denn unsere? Ja doch, ich glaube, das ist unsere Insel. Wir legen einfach mal hier an. So. Das Paddel können wir gerade eigentlich da behalten, denke ich. Und die Sticks, die schmeißen wir einfach direkt in die Hütte, würde ich sagen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wollen wir bauen? Ja, wenn ich die Frame-Zahlen sehe, wir wollen erstmal bauen. Wir müssen quasi erstmal wieder das an Ressourcen, was wir jetzt gefunden haben, loswerden. Oh, man sieht nämlich, man merkt schon deutlich, wie es hier jetzt sich mehr oder weniger zu Tode ruckelt. So, hier bauen wir eine normale Wand rein. Und dann will ich aber auch eine Wand mit Fenster natürlich. So. Und noch eine Wand mit Fenster machen wir hier hin. Okay, ja. Und noch eine normale Wand. Ach, wobei, nee, das kann auch. Da können wir auch eine Wand mit Fenster ruhig machen. Die machen wir erstmal, wenn es denn einhakt, dahin. So, jetzt wird, so langsam wird das doch sogar mit unserer Hütte hier. Aus den restlichen Sticks bauen wir uns natürlich hier noch unser zweites Stockwerk zusammen. Auch wenn das gerade gar nicht so viel ist. Was wir hier noch. Ah, ich glaube, eins geht noch. Dann, ja, dann sieht's eng aus. Aber wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon
ein cooles zweites Stockwerk. Also man kann hier schon bequem hoch. Geil finde ich ja, man kann halt auch hier eigentlich drauflaufen. Allerdings haben halt die Foundations den Vorteil, da kann man auch nicht nur drauflaufen. Ich hüpfe hier mal runter. So, die nehmen wir nämlich direkt mit hoch. Der Vorteil an den Foundations ist, dass man in der Leiter hängen bleiben kann. Na, also irgendwie, ich glaube, wir machen mal Licht an. So. Was wollte ich sagen? Der Vorteil ist, und das seht ihr jetzt gleich, wir können hier auch noch drauf bauen. Und das ist das Coole. Das heißt, wir können uns hier einen coolen zweiten Stock für unsere Hütte bauen. So, und noch einer. Den bauen wir schon mal dahin. Dann können wir hier nämlich eine geile Wand drumherum ziehen. Können theoretisch auch, also ich muss mal gucken. Wenn man dann hier, dann könnte man noch eins hoch. Moment. So, dann können wir nämlich vielleicht sogar noch eins hoch. Oder wenn man das hier drüben, dann können wir sogar noch einen dritten Stock bauen. Und haben dann halt hier so eine kleine Terrasse oder sowas. Da kann man halt, machen wir hier eine Tür rein, da kann man hier rausgehen. Das ist schon sehr cool, muss ich sagen. Das gefällt mir. Auf jeden Fall. So. Aber, was sagt... Ah, Hunger, Durst ist okay. Wir müssen leider dann wieder rüber auf die andere Insel, aber... Ach, wisst ihr was? Wir können auch im Dunkeln paddeln. Das ist eigentlich Wurst. Ganz im Gegenteil. Also paddeln im Dunkeln geht ja. Und dann haben wir den Vorteil, jetzt muss ich nur gucken, 100 Grad brauchen wir. Und das ist die Insel. So. Dann haben wir halt, ja, so ein bisschen hin und her gepaddelt, aber im Dunkeln. So. Haben wir jetzt doppelt? Nee. Jetzt. Geht's halt mit doppelter Geschwindigkeit wieder zurück zur anderen Insel. Dann nehmen wir uns direkt da die nächste Ladung Sticks mit. Aber wir brauchen halt echt, wir brauchen sau viel, glaube ich, um uns da effektiv irgendwie eine schöne Hütte hinstellen zu können. Also, ganz ehrlich, ich meine, acht, ja, okay, 8 Sticks für einen Boden. Also, wenn man sich's von der grafischen Darstellung anschaut, passt das ja sogar. Aber ich finde, das ist halt echt sau viel. Also das darf man ja nicht vergessen, wenn ich ein Building-System in einem Survival-Game habe, dann will ich das auch nutzen. Ich weiß nicht, ob ich hier mal kurz... Soll ich hier mal kurz... Next. I feel ill. Oh Gott. Was haben wir denn jetzt gemacht? War das zu tief? War das irgendwie zu tief, dass wir hier runtergetaucht sind? Ich speichere mal ganz kurz. So, ich will da nämlich nochmal runter. Aber so tief sah das doch gar nicht aus. Hier haben wir nämlich noch eine Konsole mit einer Jerrycan. Siehst du, da sind nämlich doch Sachen. Ha. So, und dann müsste nämlich da drüben auch noch was sein. Naja, dann machen wir das halt jetzt. Erkunden wir jetzt hier mal ein bisschen die Meere. So. Hai scheint ja momentan keiner in der Nähe zu sein. Oh, und siehst du, hier ist nämlich noch ein Schiff. Sehr cool. Hier haben wir eine Engine. Ich sehe zwar nicht so viel. Das ist auch ein. Das kenne ich noch gar nicht. Was haben wir denn hier? Ein Pocket Knife. Ein hüpfendes Pocket Knife. So, ich muss mal ganz kurz raus. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Scheiße. Ich habe das Gefühl, wir. Ui, das war jetzt eng. Also gut versteckt hier unter den. Wie heißt es? Unter den Korallen. Können wir
hier noch irgendwo so eine Ebene tiefer oder so? Ne, hier sind Korallen davor. Vielleicht irgendwo hier hinten. Ah, hier ist noch ein Hardcase mit einer, naja, mit einer Flashlight. Haben wir ja eh schon. Und nochmal auftauchen. Das war jetzt schon wieder arg knapp mit der Luft. Und dann gucken wir hier nochmal eine Ebene drunter, was wir hier noch haben. Das ist ein neues Schiff. Das kenne ich noch gar nicht. So ein Schiff habe ich bisher noch gar nicht gefunden. Eine Flare Gun. Na gut, da weiß ich tatsächlich nicht, was wir mit anfangen sollen. Aber wir haben eine Laterne und wir haben Duct Tape, aber unser Inventar ist voll. Was brauchen wir nicht? Am ehesten das Pocket Knife. Duct Tape, glaube ich, brauchen wir eher. So, und jetzt geht's erstmal wieder raus. Zurück auf unser Bötchen. Ich frage mich, haben wir jetzt eigentlich schon alles zusammen? Achso, jetzt kann ich eigentlich... Jetzt haben wir so viel Kram gerade eingesammelt. Den sollten wir eigentlich, glaube ich, erstmal zurück zu unserer Insel bringen. So, 100 Grad. Die da. Na gut. Ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das jetzt gedacht hatte. Ich dachte eigentlich, wir paddeln echt nur zurück und aber naja gut, wir haben jetzt da unten ein cooles Schiff gefunden mit jeder Menge Duct Tape. Ich erinnere mich noch an die das letzte Mal. Nee, wobei, mit dem Disco-Arm, ich glaube Duct Tape hatten wir aber keinen Stoff. Auf jeden Fall können wir das mal zurückbringen zu unserer Hütte. Weil ob ich es jetzt direkt zurückbringe oder erstmal auf der anderen Insel zwischenlagere, ist ja auch egal. Ich hab doch nur ganz normal. So. Dann machen wir das halt in der nächsten Runde. Da bringen wir halt in der nächsten Runde dann alles zurück oder die ganzen Sticks hier rüber. Aber so eine Laterne ist doch ziemlich angenehm, weil dann kann man hier auch mal ein bisschen mehr Licht machen auf der Insel. So, dann sind wir auch schon wieder da bei unserer geilen Hütte. Ich muss sagen, die gefällt mir extrem gut. Jetzt schon. So, wir haben eine Jerrycan noch dazu bekommen. Einen Mut... Ah, nee, uns fehlt... uns fehlt leider noch die Schraube für den Bootsmotor. Also das wäre ja nochmal so eins meiner Ziele. Ich schmeiß den Krempel einfach hier so unsortiert mal hin. Die Lampe können wir, glaube ich, einfach... die stellen wir einfach mal hier vorne auf die Kante. So. Wird auch gerade schon wieder da hinten hell. So. Bisschen mehr hier vorne. Oh, die ist auch gerade ausgegangen, ne? Ist Tag, Lampe geht aus. Ah, nein! Okay, wir stellen sie nochmal auf. So. Irgendwie haben wir uns tatsächlich was zugezogen. Ich weiß nur nicht was. Der ist hier am Rumhusten. So. Was sagt denn? Sagt vielleicht unsere Uhr was? Außer, naja, wir haben tatsächlich irgendwas. Aber was? Außer Hunger. Ich glaube, das war einfach zu tief vielleicht. Wobei, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also es ist ja auch mit dem Arm nichts. Der ist ja nicht rot oder so. Vielleicht, was haben wir da? Morphin? Die Pfeifen? Eine Bandage? Eine Wasserflasche? Ich finde, Regale sollte es in dem Spiel noch geben. Das wäre eigentlich noch eine coole Sache. Die Axt packen wir mal dazu. Aber was haben wir? Warum husten wir? Ich glaube, wir brauchen die Axt doch nochmal. Wir brauchen nämlich nochmal eine... Le Coconut. Put the wine in the bucket. Ich muss zugeben, ich habe ja auch Alan Wake gespielt und da kam dieses Lied vor und irgendwie hat es mir das angetan. Ich weiß nicht wieso. So. Wurde tatsächlich aber dann auch auf YouTube, also nicht gesperrt, aber bemängelt, das wären Inhalte von Drittanbietern. War mir aber schon fast klar, also das musste man ja sagen, bei Alan Wake war halt, Alan Wake hat halt einen sehr geilen Soundtrack. Dementsprechend
ist da auch sehr viel, hatte ich auch sehr viele Content-ID-Treffer. Okay. Die 100 ist die da. Das ist eigentlich sehr cool mit dem Kompass. Also zumindest, wenn man sternförmig von seiner Insel wegpaddelt, funktioniert das immer sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, das Paddeln zur anderen Insel, das erspare ich euch dieses Mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge da drüben auf der anderen Seite. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir sehen uns. Ciao!